Boah, zum Glück haben wir jetzt dieses sehr schwierige Level geschafft. Jetzt aber wahrscheinlich noch schlimmer. Na toll, jetzt habe ich befürchtet, dass hier Lava kommt. Das gibt's ja nicht, ich bin sogar noch da. Ich hab gedacht, ich wäre tot. Hier schon ein Mittelpunkt ist. Hä? Ach so. Na toll, jetzt kommt ein super Kaizo Mario Sprünge. Oh, gerade so. Na toll, jetzt muss man hier rumrätseln. Wo man zum Teufel lang muss. Ist ja komisch, dass man auf den Mannschern stehen kann. Springen oder was? So, da ist einfach das Ziel, okay. Nein! Ey, wer rechnet denn mit sowas? Natürlich, ich wusste gar nicht, dass es diese Fieslingsteile hier auch gibt. Na toll, das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler. Aha. So, jetzt kriege ich natürlich den Bastardpilz nicht. Jedenfalls würde ich ihn nicht kriegen, ohne ihn gleich wieder zu verlieren. Nein! Kann der nicht einfach mal hoch abspringen nach einem Drehsprung? Normalerweise kann der das doch. Oha! Der ist sogar zu blöd, um den P-Salt einfach mitzunehmen. Thank you.
Da ist der Bastard ja sogar mal in die richtige Richtung gegangen. Was soll denn, braucht man jetzt wahrscheinlich. Jetzt darf man hier nämlich rennen. Super, jetzt geht das ganze Level so, stimmt's? Sogenannten P-Schalter Quatsch. Das sind ja mal Erschi-Misis. Wie wär's denn mal mit einem Mittelpunkt oder so? Super. Dieses Level geht viel zu lange und hat keine Mittelpunkte. Boah, Glück gehabt. Hä? Und was ist das jetzt? Okay.
Ich laufe hier jetzt einfach mal rum, mal sehen, was das ist. Na klar. Hier geht der nervige Bastard wieder in die falsche Bastardrichtung. Ey! Na super, das sind nur noch kleine Machpilze. Immer wieder einen richtigen Pilzregen. Aber was zum Teufel hat mit diesem Eheland eigentlich überhaupt auf sich, frage ich mich. Da oben vielleicht endlich mal wieder was drin. Gut, hat auch Zeit. Na klar! Rechnet doch keiner mit. Toll, und hier kommt man. Ach so. Wohl tragen mein Helm dann nur mit den Flüglern rein. Ach egal. Hier ist einfach weiter. Nein! Vor allem habe ich das Teil doch eigentlich schon eingesammelt gehabt. Und natürlich war da mal wieder kein Mittelpunkt. Nein, ist das ein Lahmarsch? Ich soll das einfach mal machen. Dieser Oberversager, ey. Muss ja schwer sein. Dabei ist es doch totales Kinderlevel eigentlich. Was gehst du denn immer in die Richtung? So toll, das bringt einen ja nur nach hier. Hat man ja überhaupt nichts von. Aber da braucht man verdammte Power-Ups. Aber hier gibt's keine. Ach nö, bist du ein Versager. Vor allem bei denen springe ich immer instinktiv, obwohl es eigentlich gar keine so gute Idee ist.
Ich hab schon gedacht, dass da nochmal was kommt. Boah, jetzt wird's schwer. Glaube ich zumindest. Wollen wir hier immerhin Power-Ups kriegt. Was? Wie zum Teufel hat der Boss das denn hingekriegt? Wir kommen hier ja die ganze Zeit. Wahnsinn. Ach man. Mann, mach doch einfach mal. Du Versager. Na super, ich gehe tot. Da kommen viel zu viel. Vor allem kommen keine Power-Ups mehr. Gott, so. Das ist ja ein Nervensägen-Level. Was kommen die aber auch die ganze Zeit? Unter Wasser kann man sich nicht ducken. Was wäre der Gurkenpimmel schon wieder getroffen worden? Nein! Sternversager! Das soll ich jetzt endlich richtig machen. Boah, fast hat er schon wieder versagt. Er versucht es die ganze Zeit. Und zwar indem er sich nicht so steuert, wie ich versuche ihn zu steuern. Sondern er versucht immer getroffen zu werden. Und jetzt hat er es natürlich auch noch geschafft. Ist der bastardig. Ich habe doch ganz anders gesteuert. Natürlich kommen nämlich keine neuen Power-Ups mehr. Nein! Ist das ein kleiner Pimmel-TP? Das wäre wahrscheinlich noch ewig gegangen. Na super, jetzt ist es also ungefähr der Schwierigkeitsgrad, den ich als schwierig empfinde. Toll. Wenn das sich einmal steuern wird. Jetzt begehe ich selbst mal, weil ich nämlich keine Lust habe, schon von Anfang an ein kleiner Bastard zu sein. So, und die verfolgen einen sogar irgendwie anscheinend. Freut mich, wie das eigentlich sein kann. Nämlich da hat man doch jetzt gerade eben ganz eindeutig gesehen, dass die so nach oben gegangen sind. Vor allem bringt es aber auch nichts, die alle abzuschießen, weil ja unendlich neue kommen. Also die Eisblume ist ja wirklich mal das absolute Pimmel-Power-Up, wenn du mich fragst.
Nö, was schießt du denn nicht einfach ganz normal? Der ist ja vielleicht mal ein Vollidiot, ey. Ich soll einfach ganz normal geradeaus nach vorne schießen. Wenn ich auf die Schusstaste drücke. Dieser Lahmarsch. Ach nö, ich werde dieses Level nicht schaffen. Weil es nicht geht. Der schießt nie richtig. Sondern immer so ganz komisch nach unten oder ganz komisch nach oben. Aber auf jeden Fall so, dass er nicht trifft. Oder er ist so blöd und geht auf einen Eisblock und... dann zu weit nach oben. Was ja auch wirklich die Spitzenklasse ist. Das heißt, man muss sich auch von seinen eigenen Eisblöcken fernhalten. Und das war jetzt natürlich wieder ganz klasse. Na super, das wird ein Ausrastlevel, wenn du mich fragst. Wobei es ja eigentlich auch Zeit ist, dass in dieses Let's Play mal ein bisschen Schwung reinkommt. Aber trotzdem, wie kann man sich denn so ein nerviges Level ausdenken? Jetzt bin ich schon wieder am Verlieren und zwar ganz arg. Vor allem, weil es nämlich natürlich auch wieder ewig lang geht und extra langsam scrollt. Also bis es da endlich mal vorangeht, ist man doch schon 20 Mal getroffen worden. Ey! Wenn man das nur richtig steuern könnte. Ich freue mich echt, wer diese Unterwassersteuerung verbrochen hat. Also so gut wie die Steuerung in Super Mario Bros. X außerhalb von Wasser ist, so schlecht ist sie innerhalb von Wasser. Also die Unterwassersteuerung muss definitiv von einem anderen Designer sein. Und zwar von einem, der keine Ahnung hat. Wie kann man sich denn so eine Unterwassersteuerung ausdenken? Der bewegt sich ja gar nicht. Ist ja klasse. Ich will hier wieder mit so einer beschissenen Pimmel-Eisblume machen, die nicht funktioniert. Beziehungsweise, wo man ständig aufpassen muss, dass man auch die Eisblöcke dann nicht berührt, weil die einen ja nach oben drängen und man dann überhaupt nichts mehr machen kann. So einfach wie die bisherigen Levels waren, so unschaffbar ist jetzt dieses hier. Nein! Oh, gerade so!
muss ständig richtig raten, wie man schießen muss, um die Airschieß zu treffen. Scheint es ja irgendwie immer nur bis hierher zu schaffen. Ich will jetzt aber mal wissen, was hier jetzt noch kommt. Na toll, es wird immer schlimmer. Hätte ich mir ja denken können. Das war ja so klar. Nö, jetzt wird's ja voll unmöglich. Oh, fast. Hoffentlich ist hier einfach das Ziel oder so. Oder wenigstens ein Mittelpunkt. Aber wahrscheinlich nicht. Na toll, ich brauche einen Pilz oder so. Jetzt gehe ich wahrscheinlich hier noch Game Over. Wusste ich doch, dass da was drin sein wird. Boah, Glück gehabt. Das war ja mal voll das Pimmel-Level, wenn du mich fragst.